So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Unepic. Ich bin jetzt hier mit euch. Ihr seht es vielleicht schon an meinem Erfahrungsbalken und an meiner Stufe. Ich habe ein bisschen gefarmt, ganz wenig, nur minimalst. Und ich will euch jetzt einfach hier mitnehmen für die nächste Stufe. Damit ihr schön erleben, wie wir gemeinsam auf Stufe 15 aufsteigen und dann gemeinsam Erfahrungspunkte vergeben. Die letzten Erfahrungspunkte habe ich natürlich bisher noch nicht vergeben. Oh, sogar ein blaues. Inventar. Wo bist denn du da unten? Pflanzen zusätzlich Schaden. Na, nett. So, Stufe 11. Egal. Später. Einfach nur später. So. Einfach nur später. Wie gesagt, wir leveln hier jetzt ein bisschen. Oder versuchen es zumindest. So gut das geht. Ich habe deswegen auch diesen Wissenschaftskittel an. Weil der einfach 5% mehr Erfahrungspunkte gibt. Ich habe natürlich die meiste Zeit ohne diesen Wissenschaftskittel gelevelt oder versucht zu leveln. Also ein bisschen gefarmt halt natürlich. Was dann im Endeffekt natürlich total dämlich ist. So. Was ich aber rausgefunden habe, was einem enorm dabei hilft, hier ein bisschen zu farmen, ist schlafen. Ja, jetzt habe ich genau den Falschen aufgeweckt. So, komm her. Zack. Schlafen. Und jetzt müsste ich eigentlich auch schon aufsteigen, oder? Ah, immer noch nicht. Wie viel brauche ich denn noch? Okay, zwei noch. Schön. Den Bosskampf, den habe ich natürlich noch nicht gewonnen. Aber das kommt ja noch. So, komm her. Na, wunderbar. Die da unten nehmen die aber auch noch mit. Wobei ich ganz gerne gesehen hätte, wie viele Charakterpunkte ich jetzt habe. 13. Weil manchmal bist du dann, wenn du aufgelevelt hast, irgendwie bei minus irgendwas. So, wir haben 13. Das heißt, der da gibt uns wie viele Punkte jetzt noch? Wir sind der Stufe 15 jetzt. Ihr seht, ich habe ungefähr 14 von diesen beschissenen Schlüsseln. Einfach, weil ich das permanent gemacht habe. Charakter 78. Minus 13. Gibt 65. Der gibt uns jetzt noch 65. Das ist allerdings der Boss in der Ecke. Das heißt, die anderen, die geben uns wahrscheinlich nur noch 57 oder sowas. Das will ich jetzt auch gar nicht mehr weiter ausprobieren, ganz ehrlich. So, was ich jetzt will, ist nämlich mich zurückteleportieren, speichern und laden. Im Inventar ein bisschen rumrüsten. Zum Beispiel dich wieder ausrüsten. Ein bisschen mit dem Popo wackeln. Warte mal, Moment. Zoomen ging ja so. So, Inventar. Wegstecken. Okay. Egal. Ja, ich weiß. Ich mache nur Blödsinn. Wahrscheinlich wird es jetzt hier auch wieder YouTube-Gedönse geben. Ein Strike oder so. Wie auch immer, ist ja jetzt auch egal. So, Inventar. Nein, Charakter. Also, ich habe zwei Stufen zugelegt und was ich auch noch gemacht habe, gehen wir vielleicht erstmal ins Inventar, ist, ich habe mir hier so ein paar Bücher gekauft für Alteration und so ein Blödsinn. Und ein Folienter Ogerstärke. Rubin in 20 rote Essenzen. 20 blaue Essenzen und 20 grüne Essenzen.
Das braucht noch alle Stufe 2 und die nächste Stufe ist dann nicht Stufe 3, sondern 4. So, wir kopieren den Spaß einfach mal ins Zauberbuch. Den Spaß natürlich genauso. Ich wollte es, also ich habe den schon länger gekauft, ich wollte es bloß für euch aufheben, damit ihr euch nicht wundert, dass ich hier so coolen Scheiß dabei habe. Oder dass ich auf einmal komische Zauber habe. Und ihr euch fragt, wann das denn passiert ist. Wie gesagt, ich bin hier ein bisschen unterwegs gewesen. Ihr seht es auch an meinem Geldstand. Ich habe ein bisschen, ja, gefarmt. Habe ich ja jetzt schon erzählt, schon fünfmal. Ich habe übrigens jetzt auch so 3 Rollen für diese Teleportation zur Schatzkammer von diesen Spasten. So. Das ist die eine Geschichte. Die Nekromantik, die können wir ja jetzt. Allerdings funktioniert die nicht so wirklich. Oder die Skelette sind mir zu heftig, bei denen ich es ausprobiert habe. Ich könnte ja mal in die Dings gehen. Aber irgendwie, für mich sieht es so aus, als ob das nicht funktioniert. So, wie gesagt, ich habe es einfach mal ausprobiert. Irgendwo. So, probieren wir das hier auch mal wieder aus. Seht ihr? Funktioniert nicht. Keine Ahnung warum. Interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Kostet mich dann natürlich trotzdem meine blauen Essenzen. Blaue. Okay, gut, die sollte man ja irgendwie relativ leicht sich anschaffen können. Gut, was wollte ich denn noch machen? Jetzt, als nächstes erstmal Bosskampf. Was ich allerdings vorher will, ist, ich will in den Laden gehen. So, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir auch noch ein paar Kisten platt. So, nehmen wir alles auf dem Rückweg mit. Und dann verkaufen wir auch wieder ein bisschen. Und dann können wir uns hier nämlich auch anschauen, einfach weil ich dann argumentieren will, warum ich was mache. Beziehungsweise was machen möchte. Ist einfach folgendes. Dankeschön. So, ist einfach folgendes. Ich habe gelesen. Ja, ich weiß, ich beschummel da immer ein bisschen. Oder ich spoilere mich. Wie auch immer. Kaufen. Ich meine, ich möchte auch mit dem Spiel irgendwann mal fertig werden, ganz ehrlich. So, ich habe gelesen. Hier gibt es einen Foliant der Metallumwandlung. Der soll sehr, sehr, sehr super sein. Für Dinge, die später auf uns zukommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der gut ist für diese komischen Geister, diese Ritterrüstungen Gedönse. Eingesetzt gegen metallene Gegner, verwandelt sich etwas des Metalls in Münzen. So. Wie gesagt. In den nächsten Leveln, die dann die Hallen heißen oder irgendwie, soll es dann wirklich Gegner geben, gegen die eingesetzt, das einfach super ist. So. Ach, Arkan ist meine Nekromantie. Okay. So. Foliantes Fluch des Toten. Der Toten. Ist egal. Latentes Leben, wie gesagt, ist es alles ganz witzig, aber auf jeden Fall, die Dinge habe ich ja jetzt. Und wegen dieser Geschichte würde ich ganz gerne meine Veränderung, also Alteration, ein bisschen erhöhen, also 2 Punkte darauf verwenden. So, und jetzt fangen wir langsam an. Wir müssen aufpassen, wie wir mit den Punkten haushalten. Denn, Inventar nochmal. Na, machen wir das anders. Wir verkaufen erstmal ein bisschen Blödsinn, den wir nicht brauchen. Wir versuchen erstmal zu reparieren. Reparieren müssen wir nur Blödsinn und deswegen machen wir hier Verkaufen. So. Also, dieses Schwert, Stufe 11, würde ich ganz gerne verwenden. Es gibt nämlich plus 5 zusätzliche Erfahrungen und ist auch irgendwie das stärkste Schwert, das ich hier gerade habe. So, wir sind momentan auf Stufe 8, soweit ich das weiß. Bei Schwertern.
Weil ich eigentlich auch ganz gerne dieses Schwert verwenden würde, wobei das weniger Schaden macht und weniger Erfahrungen gibt. Dafür zusätzlichen Schaden mit diversen anderen Dingen verursacht. Später vielleicht, allerdings, also das werde ich noch ein Weilchen mit mir rumtragen, den vermutlich auch. Auf dieses Schwert würde ich mich gerne leveln. Wie gesagt, wir sind aber momentan, also das sieht man dann immer, wie viel Geschwindigkeit, wir bräuchten dafür 3 Punkte. So, wir haben 10, dafür bräuchten wir 3 Punkte. Dann, worauf ich noch gehen würde, wäre gerne auf diesen. Da bräuchten wir noch einen Punkt. So, dann hätten wir schon 4 Punkte weg. Auf Stangenwaffen will ich nicht skillen. Ich habe diese Waffe zwar ausgerüstet, aber das ist ja egal. Ich kann sie verwenden, aber sie ist halt relativ langsam. Äxte will ich auch nicht. Wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen, aber ja. Da müsste man massiv Punkte reinstecken und da habe ich keine Lust drauf. Also eigentlich kann ich die komplett verkaufen. Die benutze ich ja wirklich überhaupt nicht. Das könnte man eigentlich machen. Dolche verwende ich auch nicht. Darum könnte ich die eigentlich auch komplett verkaufen. So, wie gesagt, ich will auf diesen. Der ist besser, also das sind ja jetzt alle Stufe 11. Ich habe einen Hammer Stufe 9, den ich verwende. So, die sind alle schlechter, der ist auch schlechter. Das heißt, die verkaufe ich alle. Zack, zack. Zack, zack. Der ist schlechter. Das andere war 261. Den kann ich also auch verkaufen. Dolche mache ich ja eh nicht. Also komm, Dolche alle weg. Die mache ich ja nicht. Äxte mache ich auch nicht. Also wir machen jetzt einfach mal wirklich richtig. Wobei, wie gesagt, also die geben halt gut Schaden, die Äxte. Da muss ich mit dem Schwert echt lange dran stricken. Naja gut, lange ist übertrieben, aber dran stricken. So, das ist die Waffe, die wir gerade eingesammelt haben, wobei mir die andere eben einfach viel sympathischer ist. 5 Erfahrungen, das ist einfach, man braucht's. So. Orks, zusätzlicher Schaden, die verwende ich gerade, die kann ich noch nicht verkaufen. Das Schwert verwende ich auch gerade. Und auf das wollte ich eigentlich als nächstes gehen, aber wir werden diese 3 Punkte verwenden. So. Dann haben wir noch 6 Punkte, die wir vergeben können. Und wie gesagt, die würde ich ganz gerne zum Teil in diese Alteration reinstecken. Wegen diesem Metallumwandlung. Da brauche ich nochmal 2. Das heißt, wir hätten 6 Punkte, dann hätte ich noch 4 zu vergeben. Und da können wir uns dann wirklich überlegen, was wir damit machen. Auf Bögen würde ich eigentlich auch ganz gerne gehen. Allerdings bin ich Bögen irgendwie bei Stufe 8 oder so. Um da zu 12 zu kommen, bräuchte ich noch genau 4. Aber ich will halt eigentlich auch mal endlich wieder meine Gesundheit und meine Dings ein bisschen aufpäppeln. So. Ich denke, was wir jetzt aber als erstes machen, ist halt wirklich hier Charakter sagen. Und dann gehen wir auf Streitkolben 1. 1, 2, 3. Das wollte ich auch machen mit Schwertern. Genau. Und dann wollte ich Veränderung auf 4 gehen. Zack und zack. So, habe ich noch 4 Punkte zu verteilen. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist hier bei dieser jungen Dame zu kaufen. Foliant der Metallumwandlung. Wie gesagt, Geld habe ich momentan eigentlich genug. Den lernen wir dann auch gleich. Da oben ist der. So, ins Zauberbuch kopieren. Schön, und dann können wir den eigentlich gleich mal bei den Rittern ausprobieren. Ich habe wie gesagt immer noch 4 Punkte. Wobei ich da jetzt wirklich ganz gerne mal. Ich hatte mal. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Ring gehabt, den ich angehabt habe, den ich nicht mehr trage, der mir mehr Gesundheit gegeben hat. Weil bei 520 war es schon bei 580 Max Gesundheit. Also ihr seht es hier. Hier. Da bin ich ein bisschen irritiert gerade. Schutz, Nahkampf, Schutzprojektile. Kommt denn das auf einmal her? So, ich bin am überlegen, ob ich meine Konstitution nicht ein bisschen hoch tue und auch meine Rüstung. Wobei Rüstung eigentlich fast sinnvoller wäre. Was habe ich denn im Inventar für Rüstung? Stufe 11. Stufe 11 ist heftig, da komme ich gar nicht hin. Ich könnte auch auf Magier rumgehen. Wobei ich Tränke überhaupt nicht mehr brauche. Also jetzt kommt dieser Orb halt voll ins Spiel.
weil ich da quasi im Prinzip gewisse Sachen machen könnte, die mich einfach weiterbrächten. Ich könnte hier auch auf Arkanstufe 5 gehen, vielleicht kann ich dann überhaupt ein Skelett wirklich sammeln. Vielleicht fängt halt erst wirklich ab Stufe 5, aber dann wäre das halt ein ziemlicher blöder Bug in dem Spiel, finde ich.